Letzte Woche gab es ein zusätzliches offenes Casting. So konnte sich jeder spontan bei mir vorstellen und versuchen, mich zu überzeugen. Hallo, guten Tag. Ich würde dich gerne hierhin bitten. Perfekt, danke schön. Hi. Dich würde ich auch sehr gerne hier zu dem netten jungen Mann stellen. Wie heißt denn du? Ich bin Armin. Und du? Dominik. Ich würde euch gleich gerne noch mal wiedersehen. Ja? Super, cool. Hey, crazy, crazy. Das war das offene Casting. Armin und Dominik treffen im Backstage zum ersten Mal auf die anderen Models. Ich dachte eigentlich, dass die Kandidaten sich ein bisschen mehr freuen eventuell. Also, weil wir sind so rein, so, hallo, was geht? Und die Kandidaten haben uns alle angeschaut, schockiert. Als Armin und Dominik reinkommen sind, dachte ich mir, okay, krass, sie sehen beide schon aus wie so Models. Da dachte ich mir so, okay, muss man sich ein bisschen mehr anstrengen. Der Cast war schon sozusagen pre-gecastet und da kamen ja noch die zwei Jungs dazu. Also, dass die wirklich sozusagen die Ehre hatten, einfach spontan beim Casting zu kommen. Also, ist schon crazy, wenn ich mir denke, da musst du schon richtig der Heidi gezeigt haben, so, I have a reason to be here. Ich bin Armin, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Kempten im Allgäu und ja, ich habe 20 Jahre lang Fußball gespielt. Habe mir jetzt gedacht, jetzt ist mal Zeit, was anderes auszuprobieren, deswegen bin ich jetzt hier bei GNTM. So, Dominik, wenn ich du wäre, würde ich jetzt oberkörperfrei hier ein paar Klimmzüge machen. Das sind Kinder. Eins. Wirklich den letzten Impuls hat dann eigentlich der Dominik gegeben. Der meinte, hey Bro, wir bewerben uns zusammen. Und dann habe ich gesagt, also gut, ich bin dabei. Das ist so easy. Danke. Easy. Ich würde schon sagen, dass Dominik und ich beste Freunde sind, weil er ist auch mein ältester Freund. Seit ich 11 Jahre alt bin, kennen wir uns. Und wir sind zusammen in dieselbe Klasse gegangen, waren auf Bali, in Thailand. Nein. Mit dem würde ich alles machen. Also deswegen sind wir auch hierher gekommen. Lass mal über Frauen sprechen. In Kempten, sage ich mal, bin ich jetzt nicht wirklich ein Frauenheld, aber ich kann mich jetzt auch nicht beklagen. Was, du bist ein Typ Frau? Ja, jetzt, wo du es sagst. Ich lebe eher so nach dem Motto, I don't chase, I attract. Der ist halt einfach der Womanizer, soll ich sagen. Ja, also ich bin aktuell Single. Daher, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass ich das ein oder andere Mädchen in ihn verlieben wird. Wenn Dominik und ich zusammen weiterkommen würden, das wäre natürlich unfassbar. Also das wäre schon fast zu schön, um wahr zu sein. Was haltet ihr so von den männlichen Kandidaten hier? Es sind auf jeden Fall schon einige dabei, wo ich auch vorher so abgecheckt habe und gedacht habe, ja okay, die hätte ich vielleicht auch eingeladen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo die Boys dabei sind, kann man das natürlich als kleine Ablenkung sehen. Es sind sehr viele hübsche Männer dabei. Ja, also bei dem einen oder anderen denken wir schon so, ja. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.